heute alle hier erschienen sind. Wir sprechen heute über das Thema Sportart Basketball in Deutschland, bisherige Entwicklung, Status quo und Prognose. Und dazu haben wir einige Gäste aus der Basketballwelt eingeladen. Ich darf Sie zunächst vorstellen. Ganz links ist Jörg Behren, Pressesprecher der Telekom Baskets Bonn und Experte für deutschen Nachwuchsbasketball. Daneben André Vogt, Chefredakteur der Five und Gestalter oder Host von 3,5 m und Macher von beliebtesten deutschen Podcast Got Next. Dann Daniel Müller, Geschäftsführer der zweiten Basketball Bundesliga. Piet Müller, ehemaliger Spieler und Trainer, aktuell sportlicher Leiter in Chemnitz. Und Wolfgang Heider, ehemaliger Geschäftsführer, langjähriger Geschäftsführer der Prose Baskets, aktuell Geschäftsführer des HSC 2000 Coburg Handball. Richtig? Ja. Gut. Wenn es irgendwelche Fragen gibt aus dem Plenum, dann können wir ruhig da Meldungen aufnehmen jederzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion quer durch den Gemüsegarten des deutschen Basketballs. Wir versuchen das jetzt abzugreifen, sprechen ein bisschen über die EM und auch die langfristige, mittelfristige Entwicklung des deutschen Basketballs. Ich denke, da haben wir interessante Gäste. Und würde ich auch gleich mit der ersten Frage einsteigen. 2015 gab es einige Highlights bisher. Die A2-Nationalmannschaft hat Silber geholt bei der Universiade. Thibaut Bleis hat seinen Vertrag in der NBA unterzeichnet. Die Eurobasket-Vorrunde wird in Berlin ausgestrahlt oder ausgetragen. Wie ist das generell einzuordnen für den normalen Basketballfan? Vielleicht die erste Frage an dich, André. Für den normalen Basketballfan und andererseits für den speziellen, also für den Nerd? Ich glaube, für den Fan, für den Nerd ist es wichtiger als für den normalen, vielleicht sportbegeisterten Fan in Deutschland, weil ich glaube, der kann mit vielen Sachen nicht so viel anfangen. Universiade ist, glaube ich, weit weg. Ich glaube, es ist auch für uns Basketball relativ weit weg, weil es jetzt kein Turnier ist, was so wirklich im Vordergrund steht. Ist, dass wir da Zweiter geworden sind, glaube ich, ein Beweis dafür, dass wir eine gute Jugendarbeit gemacht haben in den letzten Jahren, dass wir die Früchte, die wir jetzt auch ernten. Aber das könnte ich meinem Vater nicht erklären, was das bedeutet, dass wir Silber gewonnen haben bei der Universiade. Thibaut Pleiss ist wahrscheinlich das, was am meisten Schlagkraft hat gerade, weil der wurde jetzt herumgereicht, was ja gut war, war durch ein Morgenmagazin, war bei 1 Live in Köln, viele Interviews gegeben. Und der NBA ist also das Zauberwort, glaube ich, das strahlt man wirklich am meisten. Aber ich denke eigentlich, dass es gar nicht sehr wichtig für die Fans ist, weil die Verfolgung als normaler Sportbegeisterter wird sich jetzt nicht unbedingt, glaube ich, viel mehr für Basketball interessieren, weil wir jetzt jemanden noch haben in der NBA, aber wir haben ja was geschafft haben oder einen Teil einer Vorrunde, muss man es eigentlich richtigerweise sagen, in Berlin haben, da müssen wir andere Erfolge her. Ich denke, es ist wichtig, und das Wichtigste bei Thibaut Pleiss, dass die jungen Leute sehen, okay, hat es wieder einer geschafft, der neben deren Schulter, neben auch dem Ulbricht, glaube ich, nicht vergessen sollen, der auch nah dran war. Sie merken, okay, wenn ich arbeite hart, über Jahre auch Opfer bringe, dann kann ich es schaffen. Und das ist für mich so das, was ich jetzt in den letzten Wochen so mitgenommen habe, die Sachen, die da passiert sind. Und Jörg, jetzt Fokus auf die EM schon. In Bonn findet ja die Vorbereitung statt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, also wie so der Fahrplan ist? Der Fahrplan ist halt, dass die Nationalmannschaft halt Ende Juli halt in Bonn den Auftaktlehrgang hat und das kommt wieder so ein bisschen auf das zurück, was Gary gerade schon gesagt hat. Das ist halt ein wichtiges Signal, ist halt einfach auch für die Jugend, wenn man halt sieht, dass 13 von den 16 in Bonn oder nach Bonn eingeladenen Spielern, dass die halt mal JBL oder MBBL gespielt haben. Das ist halt genau der Pool, von dem wir halt in der Zukunft profitieren wollen. Wo halt auch so jemand wie Tibor mal aktiv gewesen ist, der da salopp gesagt sich den Hintern hat aufreißen müssen. Parallel dazu natürlich auch sehr jung schon in die BBL eingestiegen ist, da den Hintern versohlt gekriegt hat, aber sich halt ehrlich da rausgekämpft und rausgearbeitet und völlig zu Recht dann halt jetzt den Vertrag in der NBA abgegriffen hat. Welche Chancen rechnet ihr euch denn aus für die deutsche Nationalmannschaft bei der Basketball-Forum? Vielleicht zu meiner Linken? Dass ihr da mal ein bisschen Meinung drauf habt. Ich würde dann nochmal zwei Sätze sagen zur Eingangsfrage, weil ich die schon für wichtig halte.
Also zum einen, Universale, ich würde das jetzt sportlich nicht so schlecht reden, weil ich glaube schon, dass es ein großer Erfolg war. Ja, was ich für viel zwingender halte, darüber zu sprechen, dass ich der Meinung bin, dass von denen, die da gespielt haben, die einen großen Erfolg international erreicht haben, wird keiner in der BWL nächstes Jahr spielen. Und das finde ich eine Katastrophe. Ja, dass wir mit unserer Jugendnationalmannschaft, mit vielen Spielern, die übrigens ja auch was jetzt den A-Kader betrifft, dass wir hier ein gutes Niveau erreicht haben, trotzdem kriegen die viel zu wenig Chance, in der BWL zu spielen. Das finde ich schon eine sehr klasse Geschichte. Und ich denke, man sollte das nicht so einfach hinnehmen. Wir haben jetzt mit Schröder und Leis, ich sehe das ähnlich wie hier, was das Tibor sich das sehr, sehr verdient hat, er war ja 3 Jahre in Bamberg. Und man kann mit ihm natürlich sehr gut ein Exempel statuieren, was er hier gemacht hat, wie er gearbeitet hat, wie er sich allen Widrigkeiten zum Trotz, allen Kritikern zum Trotz durchgesetzt hat, ziehe ich den Hut und er hat es total verdient. Nur, wir müssen es natürlich, denke ich, schon für den deutschen Basketball vermarkten. Also aus meiner Sicht ist es eine Katastrophe, dass es keinen interessiert. Ja, am Ende, wenn wir eine Reichweite erzielen wollen, wenn wir das Basketball aus der Sparte rauskriegen wollen, wenn wir wirklich eine Vermarktungsplattform kriegen wollen für das Basketball, die ja momentan überhaupt nicht vorhanden ist, wenn wir von der Liga 2020 von der Besten reden, dann müssen wir solche Riesenerfolge auch wirklich vermarkten. Dann müssen wir in die Öffentlichkeit, dann brauchen wir eine Kommunikation darüber. Und zwar wirklich im Mainstream. Und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Da können wir natürlich auch dazu beitragen. Ganz klar, da ist die Chance viel, viel größer. Wenn man mit der Nationalmannschaft erfolgreich ist, wenn man es wirklich schafft. Ich glaube, die Voraussetzungen, was den Kader betrifft, sind sehr gut. Ja, obwohl natürlich Spieler ausfallen. Trotzdem ist es ein starker Kader, ein richtig guter Kader aus meiner Sicht. Aber die anderen kommen natürlich auch nicht mit Wasser. Also ich denke, wir haben eine starke Gruppe. Und ich hoffe natürlich, dass mit dem Heimrecht, dass der Erfolg schafft wird, dass man nach Lille kommt und dort dann auch wirklich eine Chance hat, zum Schluss sich wieder zu qualifizieren. Und das wär natürlich schon der Punkt oder der Kick nochmal, das Basketball in den Medien und in der Öffentlichkeit ein großes Stück weiterzubringen. Das waren viele Themen jetzt. Ich habe auch meine Liste also nach dem Basketball wollte dann gehen. Also vielleicht auch gutes Einleitungswort generell. Aber fangen wir mal beim Nachwuchs an. Wir hatten über Tibor gesprochen, wir hatten über Maßnahmen gesprochen, dass nächstes Jahr keiner in der BKBWL zu sehen sein wird. Welche Gründe können wir dafür anführen? Du wirst mal die BKBWL fragen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, Heiner hat recht. Das sind einige wenige, ich muss an Niklas Geske denken, der wahrscheinlich schon spielen wird, aber sonst, wenn man durchgeht, sind auch relativ viele, die nächstes Jahr auch bei uns dann spielen werden. In der Pro A teilweise, an die Nürnberger, die sich da hier drei Talente gesichert haben, aus dem A2-Kader, im erweiterten Kader. Das ist schon, glaube ich, muss ich aber bei Herrn vollkommen recht geben, ist eine schwierige Situation, dass die Spieler, gerade die jungen Spieler, eben noch nicht die Chancen kriegen. Gerade bei der Vizereferenz, so ein, zwei Ausnahmen, denke ich, wo auch man als junges Talent schon mal reinschuppern kann, aber oftmals auch aufgrund, dass vielleicht nicht so viel Etat auch dann da ist und das schon mehr ein Mittel und Zweck ist als eigentlich die Intention. Ich glaube, da hilft es wirklich auch nur, dass wir gemeinsam DBB, zweite Basketball-Bundesliga und BKBWL noch weiter daran arbeiten, dass die Qualität der Spieler noch besser wird und dass wir auch daran arbeiten, dass wir schauen, dass es existiert gerade, geschieht gerade, schauen, wo ist denn wirklich ein Spieler die Einsatzzeit, wo muss er in jedem Abschnitt seiner Ausbildung auch eingesetzt werden, um auch sich zu entwickeln. Das ist ein bisschen, glaube ich, das grundlegende Problem, dass es da keine einheitliche Sichtweise bislang gibt oder die nicht einheitlich mehr festgehalten wurde. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen in Chemnitz bereits? Ja, also die Maßnahmen in Chemnitz sind eigentlich nicht neu. Wir haben einiges von der Infrastruktur von der damaligen DDR genommen und wir haben in Chemnitz ein Sportgymnasium, wo wir als Verein vom Stipendium selber haben und wir rekrutieren Spieler und bringen die dahin und die sind vormittags in der Halle mit Vereinstrainer, also die gehen von der Halle in der Messe. In der Mensa meine ich und dann direkt in der Schule. Also da ist alles zusammen. Eigentlich, was wir da anbieten können, ist,
ist fast perfekt für die jungen Spieler. Momentan sind wir dabei, die Mannschaft zusammenzustellen, aber wir haben zwei Jugendnationalspieler, die letztes Jahr schon 10 Minuten bei uns gespielt haben und wir sind der Meinung, die müssen nächste Saison mehr Verantwortung übernehmen und das ist eigentlich unser Plan, die oben mitzuspielen irgendwann. Also dieses Jahr sind Playoffs die Ziele, aber mit eben deutschen Spielern. Also es ist kein großes Geheimnis, dass man es kann. Aber die Arbeit, was dahinter steckt, ist schon enorm. Ich glaube, wir haben hier alle Wolfgang auch, wie viel Geld ein Verein in eine Jugendabteilung investieren muss und was dabei herauskommt manchmal. Ist wenig, aber es muss gemacht werden und teilweise dann kann man Enttäuschungen, wo du würdest ein Jugendspieler aus und dann wächst der Verein. Ja. Also es ist schon ein Problem an sich, aber direkt Chemnitz, also bezüglich dieser Frage, wir versuchen uns in den Playoff-Bereich zu kommen und dann irgendwann auch mitzuspielen mit einigen deutschen Spielern. Und auf die Bundesliga können wir später nochmal eingehen, nochmal zur Eurobasket. Wie seht ihr die Chancen für ein Weiterkommen? Erstmal der deutschen Gruppe, weil es ist halt auch eine Knüller-Gruppe mit Spanien, Serbien, Italien, Türkei und Island, glaube ich. Ja. Also, das ist die eine Frage. Antworten kann, wer möchte. Und die zweite Frage ist, sollte es super laufen für die deutsche Nationalmannschaft in Berlin? Und die Euphorie wächst. Denn es haben wir Formel ja eigentlich. Dann fällt alles klar ab, die Euphorie. Oder seht ihr das nicht so? Weil die weitere Runde wird ja dann nicht mehr in Deutschland ausgetragen. Also ich habe in 1995 bei einem Organisationskomitee in München gearbeitet, wo Deutschland Europameister geworden ist. Entschuldigung. Ja, und auf alle Fälle. Ich meine, das war toll, was da in der Halle, das war eine Olympiahalle in München und das war totale Begeisterung. Und dann danach, wie Wolfgang sagte, da muss jemand das Ding nehmen und das richtig vermarkten und das ist nicht passiert. Und wenn das hier in Berlin so gut funktioniert wie damals, dann muss jemand da sein, der das in der Hand nimmt und einfach diese Rolle von Achtung, aber es muss einfach gemacht werden und die Chance nutzen, dass wir wieder eine Gelegenheit haben, um unser Sport im Vordergrund zu stellen. Vor allem denke ich, ist da wichtig, wenn wir jetzt von der Forum reden, dass sich halt über beide Enden Spektrums Gedanken gemacht wird. Dass ich damit rechnen muss, es kann super gut laufen. Und ich spiele weiter. Es kann aber auch passieren, dass ich im schlimmsten Fall der Fälle vielleicht nur gegen Island gewinne und gegen die anderen könnte es sogar richtig schlecht aussehen. Wenn wir jetzt mal von beiden in das Spektrum rausgehen. Und da bin ich bei Pete, dass man sich halt Gedanken machen muss, wie kann ich sowohl das eine, aber als auch das andere dementsprechend nach außen dementsprechend verkaufen bzw. übertragen. Was kann ich und wie gehe ich mit der einen als auch mit der anderen Version um? Das bedeutet natürlich, dass ich im Vorfeld unheimlich viel Arbeit leisten muss, wovon ich halt definitiv weiß, okay, ich kann davon am Ende 3/4 der geleisteten Arbeit, einfach weil der spezifische Fall nicht eingetroffen ist, kann ich wieder wegschmeißen. Dafür bin ich für den Fall, der eintritt, bestens vorbereitet. Und ich glaube, das wird die ganz, ganz große Kunst sein, wenn es halt nach Berlin geht. Also ich glaube, das Kind ist schon im Boden gefallen. Denn wenn wir ehrlich sind, ich glaube nicht, dass es großartige Vorbereitung gab für den einen oder anderen Fall. Wir reden immer davon, dass es eine unglaublich große Chance ist. Dass wir mit Nowitzki spielen, mit Schröder spielen, jetzt mit Pleiss spielen, vielleicht mit Gabel, wie sie alle heißen. Aber wir haben zum einen heute die Absagen, die auch vollkommen nachvollziehbaren Gründen natürlich auch. Ja, das muss ja auch jeder selber entscheiden, wie er sich körperlich fühlt. Aber wir haben nochmal einen Dirk Nowitzki, der mittlerweile ausreichend 37 Jahre alt ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch zum Waffen braucht, weil wieder mein Vater, der erwartet bestimmt 20 Punkte von dem. Und das darf eigentlich niemand erwarten. Also, ich sag mal so 12, 13, 14, 15 Punkte. Das ist über andere für mich. Und das ist wahrscheinlich für die Allermeisten schon zu wenig. Und wenn wir dann wirklich auch nicht weiterkommen sollten, dann ist das auf einmal nicht eine Riesenchance, sondern ist es auf einmal eine riesige Pleite. Und da sind wir uns auch alle einig, dass der normale Journalist, der da hinfährt nach Berlin, das ist kein Maßstab, sondern der guckt sich das an, neutral hoffentlich auch, so soll es ja auch
sein und guckt danach, was passiert. Und wenn man sagt, okay, Nowitzki, der ist einfach zu alt. Die anderen waren noch nicht bereit dafür. Und dann habe ich den Eindruck, wirklich die Befürchtung, dass wir wieder in diese alte Erzählweise kommen, ah, jetzt ist Nowitzki vorbei, kurz vor Schluss, und jetzt fallen wir so ein riesiges Loch, was einfach nicht mehr stimmt. Ja, wir haben Dennis Schröder, wir haben Tibor Pleiss, wir haben eine Menge junge, gute Deutsche. Ja, viele sind vielleicht nicht dabei, aber wir haben da schon, sind da viel, viel weiter, als wir vor 5 oder 10 Jahren waren. Und ich mache mir eigentlich keine Sorgen darum, was danach passiert. Aber wenn wir jetzt da wirklich ausscheiden sollten in Berlin, dann habe ich mir vorgestellt, dass, wie gesagt, die Geschichte, die erzählt werden wird, ist die, man wird es lieber zu alt, der Rest ist nicht bereit und es ist irgendwie alles nicht gut. Und dann haben wir 2017 gar keinen Nationalmannschaftsbasketball, bis es in die Quali geht. Wir haben keinen Bundestrainer, da kann man auch von ausgehen. Und dann ist es wirklich eine riesige Gefahr. Und ich glaube, wird vieles vielleicht schlechter gemacht, als es eigentlich ist. Und nach meiner persönlichen Prognose, also werde ich auch natürlich auch in Berlin sein. Ich bin der Erste, der dann, wenn das Spiel vorbei ist, sich freut, wenn die Deutschen gewonnen haben. Aber ich habe wirklich eine große Befürchtung, auch mit dem Kader, den wir haben. Ohne Daniel Theis zum Beispiel, ohne jetzt total abzunörden, finde ich schon extrem schwer. Weil ich glaube nicht, mit mehreren noch gesprochen aus der BBL, die mir alle gesagt haben, also Nowitzki und Theis lange spielen zu lassen, in Dirks Verfassung, der er ist, ja, wo er eigentlich nicht einen Power Forward an der Dreierlinie rumjagen kann. Das ist schon schwer. Also brauchen wir eigentlich einen wirklich aktiven, athletischen Spieler neben ihm, eben wie Daniel Theis zum Beispiel. Und wenn der jetzt fehlen sollte, dann wird es, glaube ich, es wird wirklich sehr, 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 sehr schwer. Und ich finde, das kommt mir auch zu wenig rüber, auch bei der Kommunikation der WWL, auch vom BBB. Denn alles, was ich immer lese, ist, ey, wir haben alle dabei, ein paar vielleicht nicht, aber wir haben eine super Mannschaft. Wir haben eine tolle Mannschaft. Aber mir wird es aber viel zu wenig kompliziert, dass das wirklich Teams sind, die da kommen. Ich will jetzt Island nicht zu nahe treten, vielleicht ist Isländer hier im Publikum, aber die müssen wir natürlich schlagen. Alles andere sind wir außenseiter, meiner Meinung nach. Ich hoffe wirklich, dass wir nach Lille kommen, aber ich habe wirklich meine starken Bedenken. Also ich will noch was sagen, weil ich habe nicht gemeint, dass das Basketball kaputt geht, wenn wir das nicht schaffen. Weil, und das ist ein anderes Thema, glaube ich, was wir hier haben. Der BBL ist am Wachsen, es wird immer besser, immer attraktiver. Also, was ich meine, ist einfach, wir könnten noch einen Sprung machen nach vorne, wenn diese Mannschaft erfolgreich ist. Und dazu müssen die richtigen Leute an der richtigen Stelle sein und das Richtige tun. Vielleicht dazu noch ein Beispiel. Also, 93 war damals auch Jugendtrainer. Und 92 kam, 93 kam und wir haben nach dem Fehler angefangen mit Training. Auf einmal standen da 20, 25 Kinder, die Basketball spielen wollen, der hat da 3 Bälle. So, das kann man nicht sagen, das war auf Schuld vom VfB Wolfsburg, dass sie nicht noch Geld gegeben haben für die Basketballer. Aber das habe ich auch von vielen Leuten gehört, von der SG Braunschweig, Hannover, alle von den Jungs, die ich damals gefragt habe. Und damals kam der Jungfrau auch zum Kind dazu. Aber ich glaube nicht, dass wir, wenn das wirklich was Extraordinäres läuft mit der Nationalmannschaft, dass wir bereit sind, danach diesen Schwung mitzunehmen. Das waren wir nicht 93, das waren wir mit Nowitzki. Wo wir auch sagen müssen, da hat sich eigentlich mit der Entwicklung gar nichts getan im DBB. Das ist natürlich auch nicht jetzt das absolute Top-Argument, aber ich hätte schon erwartet, wenn wir 10, 15 Jahre einen der besten Basketballer der Welt haben, dass bei uns mehr Leute Basketball spielen als vorher. Und das ist nicht passiert. Also es ist schön, wenn wir weit kommen, wenn die Medien darüber schreiben, wenn Kinder anfangen Basketball zu spielen, aber ich bin nicht sicher, ob wir wirklich Strukturen haben, um einen richtigen Boom, sollte er irgendwie kommen, aufzunehmen. Da habe ich wirklich meine Zweifel. Und da kommen halt die Jungs ins Spiel, über die immer viel mehr Licht gesprochen wird, wenn es heißt, naja, wenn die Ära nur mitgegeben und vorbei ist, dann kommt halt dieses Loch. Und Jay und ich, wir haben auf der Hinfahrt darüber gesprochen. Lustigerweise ist es genau die Position, wo wir quasi überbesetzt sind. Selbst wenn, sagen wir mal, Dirk macht dann halt Schluss irgendwann, wir haben dann Daniel Tate, wir haben dann Elias Harris, wir haben dann Maxi Kleber. Und das ist nur die Speerspitze. Und das sind 3 von den Jungs, die diesen Sommer, der eine definitiv, die anderen 2 potenziell nicht dabei sind. Das ist halt was man hinten raus wieder noch verkaufen muss, dass man sagt, hey, da sind Jungs da. Also das Loch wird nicht kommen, es sei denn, man verkauft es falsch. Ich glaube überhaupt, dass gerade das Thema Boom, was angesprochen wurde, das potenzielle Boom, wenn es wirklich gigantisch läuft, ist auch keine Garantie dafür, dass sich das weiterentwickelt. Ob man sich mal in einem Anfang an nach der erfolgreichen Heim Veranstaltung da und auch da ist es, jetzt ist auch ein Break gewesen und auch da ist es schwierig. Also das ist, glaube ich, sicherlich eine Gefahr, dass man dann, wenn da was ist, muss man es auch aufnehmen können, muss man bereit sein. Ich glaube aber letztendlich ist auch
ist das eine Chance, so eine Veranstaltung hier im eigenen Land zu haben, wo auch man merkt, auch angenommen, auch die Vorbereitungsspiele, wenn natürlich Witzki dabei ist, dann zieht es einfach, Zuschauer sind da. Genauso auch bei den Vorrundenspielen ist es ja wirklich eine sehr gute Auslastung, glaube ich, jetzt schon. Aber ich glaube, entscheidend ist wirklich auch, wie dann Verband und Ligen und kleine Vereine alle zusammen wirklich es schaffen, was eben auch schon mal angesprochen wurde, die Anzahl der basketballspielenden Kinder einfach zu erhöhen. Und das ist das, wo wir einfach alle dran arbeiten müssen, ganz intensiv. Also wirklich viele Minis bekommen und viel, viel breiter erzeugen. Das ist so das Hauptproblem. Da würde ich diese einzelne Veranstaltung nicht zu hoch machen. Also was ich überhaupt nicht machen würde, ist, so die Exit-Strategie zu diskutieren. Also das halte ich einfach nicht für vernünftig. Also ich denke, wir haben eine Riesenchance. Die müssen wir einfach mal sehen, dass im eigenen Land eine Europameisterschaft stattfindet. Noch dazu mit dem Dirk, der egal wie er spielt und ob er noch große Leistungen bringt oder durchschnittliche Leistungen bringt, das ist ein extremer Wert, der uns hier kommt. Wir müssen froh sein oder wir müssen glücklich sein, dass wir mit einer sehr starken Mannschaft antreten. Und ich glaube, das müssen wir im Vorfeld auch heilen. Das müssen wir auch pushen. Wir müssen schauen, dass wir eine riesen Reichweite hinkriegen. Und wenn wir es dann nicht schaffen am Ende, dann schaffen wir es nicht. Dann geht die Welt weiter. Aber wir brauchen einfach Reichweite in Deutschland. Unser großes Problem, wir reden von dem super Produkt, ja, und dann schauen ein Endspiel und ein Halbfinalspiel, Bamberg gegen Bayern und Alba gegen Bayern, schauen 60.000 an oder 55.000. Wie will ich da eine Reichweite kriegen? Und ich teile die Meinung eben nicht im Handball. Also der Handball ist uns, das ist meine Überzeugung, ich habe mir das relativ genau angeschaut in den letzten Monaten, 25 Jahre hinterher. Was die Strategie betrifft, was die Standards betrifft, was die Performance betrifft in den Hallen, praktisch in jedem Bereich. Aber sie haben 800.000 Mitglieder im Verband und sie haben eine Kommunikationsdichte in den Medien. Sie haben einfach eine Kommunikationsdichte, was das TV-Thema betrifft. Die werden unter Ferner liefen, meiner Meinung nach, bei der Handball unter Ferner liefen, wenn sie das nicht hätten. Ja? Man muss ganz klar sagen, wenn du heute in die Hallen gehst, ist das nicht mit Basketball zu vergleichen. Das ist Basketball zu weit. Ja? Aber wir müssen es schaffen, in die Kommunikation zu kommen, was TV betrifft und was Reichweiten betrifft. Und da sind wir dem Handball bei Weitem hinterher. Woher kommt das denn? Weil Sie haben ja angesprochen, eine vierfache Anzahl von Sportlern, genau, die Sportler betreiben. Genau, genau. Und das macht ja Relevanz aus. Ganz also klar. Deswegen ganz klar. Ist Fußball vor allem, weil die über 6 oder wie viele Millionen, ich weiß gar nicht, Millionen, genau. Fußballspieler gibt es einfach. Genau. Handballer gibt es einfach viermal so viel. Genau. Viermal so viel Handball. Und was dazu kommt, und deswegen muss man natürlich schon das Thema spielen, das ist ja ein ganz abendfüllendes Thema, man muss schon das Thema Nationalmannschaft spielen. Also der Handball lebt davon, dass eine große Community an Menschen hinter einer Nationalmannschaft steht. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, aber die haben in der Weihnachtszeit Qualifikation gespielt für die Europameisterschaft. Das haben gegen Spanien haben das irgendwie 6 Millionen in der ARD angeschaut. Ja? Das haben dann ein Spiel gegen Finnland, wo es um nichts mehr ging, wo die Deutschen qualifiziert waren, haben 1,1 Millionen angeschaut. Das hat die BBL im ganzen Jahr nicht gemacht. Also und insofern finde ich das natürlich schon eine ganz gravierende Geschichte, dass wir diese Nationalmannschaft von A bis Z fördern, dass wir alles tun von allen Seiten und da gilt natürlich ganz klar auch das Thema Reichweite, ja, was TV betrifft, aber auch was Menschen betrifft, die Basketball spielen. Da gibt es viel, viel zu wenige. Das ist so ein Thema, das will immer keiner hören, weil das irgendwie kein, glaube ich, nichts ist, was sexy ist. Mhm. Aber genau das ist es ja. Es spielen viel, viel Menschen andere Sport. Wir müssen ja nicht mal zum Handball, zum Fußball gehen. Es spielen mehr Leute Badminton, als sie halt Basketball spielen. Volleyball. Mehr Sportangler, als Basketball. So, und Turner sowieso, Leichtathleten, alles vollkommen richtig. Und ich glaube wirklich, da muss man halt ansetzen. Man muss halt Leute zum Basketball bringen. Das sind natürlich nicht Erwachsene, sondern erstmal die Kinder. Und irgendwann werden die erwachsen. Mir ist klar, dass das ein paar Jahre dauert. Ja, das geht dann nicht von heute auf morgen. Aber umso mehr Leute wir haben, die mit dem Sport in Kontakt gekommen sind, die da eine Affinität zu haben und die ihn auch verstehen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt genug Freunde von mir, wenn ich mir Basketball gucke, sage ich nur, es ist ganz cool, aber es ist halt mega hektisch. Also irgendwie pfeift da andauernd jemand und weiß mit Schrittfehler, aber das boah, ist ein Foul, verstehe ich nicht. Beim Fußball, da weiß ich immer, was es ist. Da sei es, dass du nicht verstehst, vielleicht abseits und dann ist auch ganz cool, dass du nicht ganz auf dem Schirm hast, du kannst dich super drüber aufregen. So oder so. Und ich glaube, Basketball, wir müssen halt hinkommen. Grassroots, wir müssen unten die Leute abwerben. Ich habe damals mit Dirk Baum auch auf jeden Fall schon diskutiert, weil ich das weggenommen habe. Ich habe mich unterhalten, ein Jahr nachdem er angefangen hat als Bundesliga. Herr Baumann,
am Ende, wann immer Sie aufhören als Bundestrainer, wofür wollen Sie erinnert werden? Was muss Ihr Projekt sein? Er meinte, wir haben in der Schublade einen Plan, BBL, zweite Liga, ausgewählte Regionalliga-Standorte. Wir wollen überall in die Schulen gehen, 8-, 9-jährige Kinder, die wollen wir in AGs holen. Ja, wir bringen die Spieler dahin, wir bringen gute Jugendtrainer dahin, wir suchen die da abzugreifen, bevor sie zum Fußball gehen, zum Volleyball, Handball. Ich glaube, Volleyball, Handball sind eher dann die, die wir angreifen sollten, weil die Fußballserien sind so groß. Und da müssen wir halt hingehen. Und da habe ich ihn, als er im zweiten Jahr beim FC Bayern war, gefragt, wir haben darüber gesprochen, erinnern Sie sich? Also ja, erinnere mich sehr gut. Ich so, ich habe danach nie wieder was davon gehört. Und er meinte, ja, keiner wollte das bezahlen. Keiner wollte das bezahlen. Der DBB, nicht die BBL. Es gab keinen Schulterschluss. Und das ist für mich das Problem. Wenn wir das nicht hinbekommen, auf dieser Ebene, dass wir Kinder zum Basketball bringen, und zwar viele, dann wird sich natürlich auch langfristig nichts ändern. Das ist zwar was, was wirklich Zeit braucht. Die müssen erstmal erwachsen werden, auch wenn sie selber Kinder haben, die zum Basketball schicken oder ihre Freunde mitnehmen. Aber das ist für mich das, was am nachhaltigsten wirkt. Und deswegen, um das zu ergänzen, es gibt ja Statistiken, also die gibt es ja eindeutig. Wir haben in Deutschland momentan 20.000 Kinder, die unter 12 Basketball spielen, die also mit Teilnehmerausweisen gemeldet sind. Wenn du in die Türkei gehst, wenn du nach Italien gehst, wenn du nach Spanien gehst, reden wir einfach von 140.000, 150.000. Auch da muss man natürlich das Thema sehen, Talente, Entwicklung von Talenten. Ja, das reicht einfach nicht. Und das ist natürlich einfach eine Kommunikationsplattform. Am Ende müssen wir einfach verstehen, dass wenn wir diese Breite unten tun, wenn wir da Geld investieren, ist das ein Reinvestment in Zuschauer, in Marketing. Also ich habe in meiner Karriere als Geschäftsführer sicherlich 12 große und mittlere Sponsoren gewonnen von ehemaligen Spielern, die ich trainiert habe. Das ist in der Tat so. Also das sind keine Sprünge, das sind einfach Spieler, die ich mal über 20 Jahre trainiert habe, die ich dann irgendwann ein Unternehmen besucht habe. Im Übrigen kam auch der Prosit-Dienst zustande. Aber nicht wirklich als tolles Einschub.